Jessica Madsen ist glücklich. Sie strahlt im Scheinwerferlicht der Fotografen, denn die Schauspielerin ist einen großen Schritt gegangen. Vor wenigen Wochen hat sich die Britin ganz offiziell geoutet. Sie ist in einer Beziehung mit einer Frau. Im Interview mit bunte.de erzählt sie, wie es sich für sie angefühlt hat. It felt like the right thing to do and I'm in a very happy, loving relationship and I felt proud to say that. For me, it didn't feel so much as like a coming out thing, I suppose. I think it was because I have been out to friends and family, so it felt like something to share and that just felt like a beautiful feeling. Ihre Liebe zeigt die Schauspielerin bei der Mark Cain Fashion Show in Potsdam voller Stolz. Bei der schönen Brünetten handelt es sich um Samia Bayou, eine erfolgreiche Geschäftsfrau im Finanzbereich. Ob die lesbische Beziehung auch eine Parallele zu ihrer Rolle der Cressida Cooper mit Eloise Bridgerton sein könnte? Das zumindest vermuten viele Fans für die kommende Bridgerton-Staffel. I think people really want to be represented on television, for queer romance to be seen, and I feel flattered that that's what they saw with Cressida and Eloise. Unfortunately, that is not the case, but it just shows that, you know, chemistry is something that is, you know, apparent on screen, and Claudia and I are very good friends. Friends, not lovers. but yeah, we had such a great connection, and we're really proud to see that comes, you know, we gave that to them as well. Auch wenn viele Fans von dieser Aussage enttäuscht sein dürften, viel wichtiger ist das Glück, das Jessica bei der Fashion Show zeigt. Ein Liebesglück in der realen Welt.